Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mehr Kinderspielzeuge. Wir werden jetzt gemeinsam das Play-Doh Dessert Zauberset. Ausprobieren. Ein kleiner Zungenbrecher. Dazu nehmen wir hier eine große Kugel Play-Doh-Knete, legen diese hier rein. Und dann kommt das Ganze in unsere Presse und wir drücken das runter. Jetzt müsste es fertig sein. Und wenn man genau hinschaut, ist jetzt hier das Play-Doh-Logo in den Keks oder Kuchen eingestanzt. Dann holen wir das mal raus. So sieht er dann aus, unser Törtchen. Und legen den dann auf den Teller hier. Und können dann noch einen weiteren machen. Mit grüner Play-Doh-Knete zum Beispiel. Wir können jetzt gleich im Anschluss noch ein Törtchen formen. Dazu nehmen wir jetzt einfach mal die grüne Play-Doh-Knete. Davon auch wieder eine große Kugel. Suchen uns dieses Förmchen hier aus. Und legen es in die Presse. Dann drücken wir wieder. Jetzt müsste es fertig sein. So sieht es dann aus, wenn wir es rausnehmen. Schaut so aus, wie ein Kuchen. Das legen wir dann wieder auf einen Teller. Und jetzt machen wir uns an die Verzierung. Dazu füllen wir jetzt die Play-Doh Plus Knete in die Spritze ein. Ich habe mich jetzt einfach mal für gelb entschieden. Ich finde, diese Play-Doh Plus Knete riecht so lecker. Ich würde am liebsten reinbeißen. Empfehle das aber keinem hier. Ich glaube nicht, dass es besonders gut schmeckt. Und auch nicht besonders gut verträglich ist, aber die riecht einfach so lecker nach Vanille. Und jetzt verziehen wir damit unseren Keks. Und beim nächsten nehmen wir dann pinke Play-Doh Plus Knete. Die gelbe hatten wir ja schon. Das wird sonst ein bisschen eintönig. Hier dann unser blauer Kuchen. Ein Blaubeerkuchen. Und die pinke Play-Doh Plus Knete. Und jetzt können wir das Ganze noch garnieren mit den ganzen kleinen Förmchen, Bonbons, Obst und so weiter. Da freue ich mich jetzt schon am meisten drauf. Ich werde jetzt mit der pinken Play-Doh Plus Knete ein Herz formen. So. Und mit der gelben Play-Doh Plus Knete eine Blume. Hier unten gibt es noch jede Menge. Mit der grünen Knete könnten wir dann noch eine weitere Sahnehaube formen oder mit der gelben Knete eine Erdbeere hier. Die blaue Knete haben wir auch noch. Damit forme ich jetzt hier diesen Affen hier oben. Der sieht dann so aus. Man kann wirklich jede Menge formen. Ich mache jetzt hier noch den Lebkuchenmann. Immer wenn man drückt, klingelt es. Wenn ihr ein Hämmern hört, das ist der Straßenlärm von draußen. Da ist nämlich eine große Baustelle. Ich kann da jetzt leider nichts dran ändern. Muss man jetzt so hinnehmen. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Hier ist auf jeden Fall unser kleiner, niedlicher Lebkuchenmann. Und damit können wir jetzt unser Eis verzieren. So, das war es jetzt aus dem Play-Doh Dessert Zauberset. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Hinterlasst mir einen netten Kommentar. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!